Moin Moin und Hallihallo ihr Kanalratten und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conker's Bad Fur Day. Tja, wir stecken mal wieder bis zum Hals in der Scheiße fest, aber das stört uns natürlich nicht, denn wir haben in diesem Part ja was ganz Tolles vor. Wir wollen zu den Wieselbrüdern, möchte ich fast sagen, zu den Wachen, die uns nicht vorbeilassen wollten, weil sie Wegzoll kassieren wollen. Was ich natürlich eine Frechheit finde. Was ich aber auch sehr verwunderlich finde, ist, dass unser Conker das bereitwillig zahlen möchte, obwohl er doch so ein kapitalistisches Eichhörnchen ist. Das kann doch nicht angehen. Und das sind immerhin Wiesel. Ich meine, die sind groß und schmächtig, wie Wiesel eben aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass unser Conker die beiden im Zweikampf locker schlagen würde. Aber er möchte nicht. Er verabscheut Gewalt. Er ist ein Pazifist. Und naja, da wollen wir ihn auch nicht ins Gewissen reden und ihn dazu drängen. Er soll ruhig das Geld bezahlen, wir werden ja sehen, was dann passiert. Und die beiden wirkten auf jeden Fall nicht sehr schlau auf mich, denn bei unserer ersten Begegnung hätten sie eventuell feststellen können, dass ich ein Eichhörnchen bin. Und wie wir alle wissen, sucht der Pantherkönig ja händeringend nach einem Eichhörnchen, was seinen fehlenden Platz am Tisch ersetzen kann. Wir sollen nämlich als Stuhlbein fungieren, was uns natürlich überhaupt nicht in den Kram passt. Ich meine, als Stuhlbein, der lebt, ist sich, glaube ich, eher schlecht als recht. Und das wollen wir natürlich verhindern, deswegen würde ich dem guten Pantherkönig jetzt nicht unbedingt in die Arme laufen. Aber der Pantherkönig ist ja auch ein richtig harter Macker. Der trinkt nämlich Vollmilch auf seinem Tisch, will er die nämlich abstellen und die fällt immer runter. Und der trinkt richtig harte Vollmilch und hier muss man aufpassen. Nee, keine haltbare Milch oder homogenisierte Milch oder wie das alles heißt. Nein, richtige Vollmilch mit dem vollen Fettanteil. Halt ein richtiger Mann und naja. Da müssen wir halt jetzt aufpassen, sonst werden wir in Scheiben geschnitten oder auch in Würfel und dienen dann nur noch als Salatbeilage. Und so möchte ich nicht unbedingt enden. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass Eichhörnchenfleisch besonders delikat schmeckt. Ist ja auch nichts dran an diesen kleinen Geschöpfen. Und bei unserem Conker würden wir wahrscheinlich auch alle besoffen werden, wenn wir sein Fleisch essen würden. So viel wie der bechert. Ich bin schon wieder gestorben. Ich glaube, ich bin jetzt Game Over. Das ist doch scheiße. Nee, ich habe noch ein Leben. Tatsächlich. Das ist aber nett. Kann ich mir eigentlich jedes Mal ein neues Schwänzchen schnappen? Ich mag Schwänze. Da ist ja einer. Super. Also ich mag das, dass die immer wieder erscheinen. Dann kann ich mir immer wieder ein neues holen und kann gar nicht Game Over gehen, wenn ich nicht vergessen sollte, es einzusammeln. Hier sind auch überall leckere Stückchen platziert von irgendwelchen vorhergegangenen Massakrierungsopfern. Finde ich auch schön. So kann ich wenigstens nochmal die Blutlust in meinen Zuschauern wecken, die jetzt total raffgierig auf dem Bildschirm starren und denen voll eine abgeht, weil hier ein bisschen Blut spritzt. Oh ja, ich kenne euch doch. Und da habt ihr es gesehen, hier voll zwei Teile, ey, Blut und Morde, ey, Wabbel, Schwabbel, ey, voll die Seuche, ey. Und, ja, wenn das jetzt RTL sieht, ne, hallo RTL, könnt ihr gerne in eurer Sendung verwenden, wenn ihr mich denn vorher fragt. Ich als psychopathischer Gamer bin natürlich in derartigen Sendung immer gern gefragt. Ich spreche auch mit meinen Spielfiguren. Conker, jetzt mach mal schneller hier. Beweg dich mal. Conker. Oh mein Conker, du Penner. Ich jag dir gleich eine Kugel im Kopf. Ich bin Psycho. Ja, haha. Haha. So, schaffen wir es denn heute nochmal, Herrschaften? Oder wird das nichts mehr? Ich würde da gerne noch in diesen Part hinkommen. Denn wenn wir da erstmal vorbei sind, kommen wir zu einer ganz tollen Passage. Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Doch, weiß ich doch. Ich weiß aber nicht, ob die toll ist. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Also eigentlich ist das ganze Spiel toll. Aber es gibt auch so ein paar Passagen, wo ich sage, Kopf ab, ne? Da sage ich einfach nur Kopf ab. Also vor allem wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ja, Spiel hat es teilweise nämlich ganz schön in sich. Muss man wirklich sagen. Und ich glaube, bei einigen Passagen werde ich sogar auf Save States zurückgreifen. Nicht in etwa, weil ich es nicht ohne schaffen könnte, sondern weil es mit einfach schneller und effizienter geht und ich euch das natürlich auch nicht unbedingt antun muss. So, jetzt konzentrieren wir uns auch mal ausnahmsweise. So, jetzt beobachten wir. Wir werden zu dem Rad. Wir werden zu dem Rad. Wir werden seine... Oh, ich vergesse, dass ich unter Wasser bin. Brauche ich auch Luft. Sonst sterbe ich. So, ich wurde ja schon mal gemaßregelt. Ich sollte ja wohl in den Luftblasen stehen bleiben und mich nicht wundern, dass dann die Luft so schnell weg ist. Ja, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So, den ersten haben wir schon mal geschafft. Machen wir das mal systematisch hier, Step by Step, um das im Neudeutschen zu sagen. Step by Step, ooh baby. Oh, das ist total in Vice City, weil das 80er Jahre ist. Was soll das denn jetzt hier? Warum bin ich denn da jetzt, was soll denn das? Ich hab das doch, ich bin doch zum Rad geworden. Ich hab's gespürt. Ich hätte mir die Augen verbinden können und hätte es trotzdem geschafft. Ah, nee, doch. Step by step.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Dankeschön, Spiel. So, wir sind schon bei 5 Minuten und ich habe effektiv überhaupt nichts geschafft. Wunderbärchen. Ja, geht doch hier. So ein bisschen chinesische... Was chinesische? Ich mag Peking-Ente. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Aber Peking-Ente habe ich noch nie gegessen. Ich mag die bestimmt. Die schmeckt bestimmt gut. Ente ist immer super. Ente. Was soll denn das jetzt hier? Boah, ich könnte euch ja mal einen Schwank aus meiner Jugend jetzt erzählen, wo wir doch sowieso jetzt hier diese problematische Stelle gerade meistern müssen. Schwank aus meiner Jugend. Ja, wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ah, vielleicht nochmal eine Busgeschichte? Ach nee, lass mal lieber stecken, nur. Da wüsste ich auch wieder nicht, wo ich anfangen soll. Da ist ja wieder so viel passiert in letzter Zeit, also mein Gott, ey, ich steige auch immer in komische Busse ein, wo immer komische Leute drin sind, die komische Sachen erzählen und komische Sachen machen vor allem und ich weiß auch nicht, also... Die sind doch alle komisch. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Ich schneide das gleich. Nein, es gibt keine Schnitte in meinen Let's Plays. Also ab und zu schon. Das stimmt ja gar nicht. In Paper Mario habe ich ja ab und zu mal die Kämpfe geschnitten. Aber hier gibt es jetzt keinen. Das müsst ihr jetzt zusammen mit mir durchstehen. Bis zum bitteren Ende. Oh, und diese Furzgeräusche im Hintergrund. Ah, oh, so lieblich. Das klingt wie... Das klingt einfach schön. Kann man die CD irgendwo kaufen? Liebliche Furzgeräusche, komponiert von, Wolfgang Amadeus Mozart. Zum Einschlafen geeignet. Besser als Wahlgesänge. So, das haben wir auch schon mal geschafft. Heurika. So, die letzte Passage. Das ist mal knifflig, du. Du, aber... Nein! Du bist doch echt ein Ochse. Ein Ochse vom Berg, Mann. Boah. So, ich muss jetzt hier... erstmal einen Schluck trinken. Du scheißt die Wand an, jetzt muss das aber klappen. So, ich werde jetzt gleich mal kurz, ja, guck mal, da höre ich schon den Hund, der bellt. Der ist auch ein bisschen aggressiv gegenüber dem Spiel jetzt. Kann ich ihm auch echt nachempfinden. So, erste Passage, erfolgreich absolviert. Ja, ist ja jetzt gut da oben, bleib doch mal locker. So. Oh, der geht mir so auf den Sack manchmal. Sobald keiner im Haus ist, bellt er rum, als wenn die dann schneller kommen würden. Mann, warum ist denn das letzte so beschissen, sag mal? Ja, komm, ey. Halleluja. Oh, meine Fresse nochmal. Wir werden es heute noch schaffen, Freunde der Sonne. Wir werden es heute noch schaffen. So war mein Name. Oh, das Auto kommt gerade darum. Da kommt gerade ein Auto. Dann bellt er immer. In freudiger Erregung und Erwartung, dass da ja irgendwas passiert. Naja, dann lassen wir ihn mal bellen. Shit! Oh! So, die erste... Ich glaube, die zweite... Die dritte ist auch enger, oder? Das ist einfach nur eine Täuschung meiner Sinne. Warum? So, wisst ihr was? Bis gleich. Ich mache das jetzt Cut hier. Oder? Nein. Nein, das machen wir jetzt hier zusammen, ey. Nein, ich mach kurz einen Cut, das mache ich mal eben. Jo, ich hab's geschafft, ne? Ist ja ganz klar, ne? Wenn der Akkus nicht in der Aufnahme ist, dann kann er ja alles schaffen. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich denke mal schon. Wir gehen jetzt hier durch und dann sind wir auch schon fast da. Und das alles noch in diesem Part, ist ja unglaublich. Nachdem wir 8 Minuten versucht haben, durch dieses Scheißloch zu kommen, ist das ja auch langsam mal echt nötig, dass wir mal ein bisschen Erfolg haben. So, jetzt natürlich nicht unbedingt zu diesen spitzen Gegenständen springen. Ich mag nicht so gerne spitze Gegenstände, die mir den Schwanz abschneiden können. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. So, wir werden jetzt diese tolle Leiter hier hochsteigen. Und da hinten stehen sie schon. Für uns bereit, dass wir sie bestechen mit Schmiergeld. Was? So. Ich lebe noch. Ich lebe. Ja, ich springe in der Lava. Wow, das war heiß. Richtig eine heiße Sache. Ja, das war jetzt nicht absichtlich. Ich hoffe, ich lande jetzt nicht unbedingt irgendwo im Nirgendwo. Das wäre schlecht. Nein. 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 Die wollen mich doch verarschen, oder was? Ist das Spiel sadistisch? Oder ist das Spiel sadistisch? So, jetzt komm, jetzt mache ich das zusammen mit euch hier. Zack! Und durch da hier. Gar nicht lange überlegen hier. Gar nicht lange überlegen. Gar nicht lange überlegen hier. Zack, hier Rambo-Strategie. So, ja, komm, dann... Na gut, wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, dann verliert man auch manchmal den Kopf. So, Leute, ich mache das nochmal. Ich muss jetzt nochmal... Ja, ich weiß, Game Over. Bis gleich. Halleluja! Dieser Part ist absolut beschissen!
Genauso wie dieses trübe Wasser, in dem wir gerade schwimmen. So, jetzt werde ich es aber schaffen. Dieses Spiel ist sadistisch. Ich mag es nicht mehr. Ich werde, glaube ich, die Ehe annullieren, die wir miteinander eingegangen sind damals. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich nach Conker's Bad Fur Day als Jump'n'Run-Projekt mal Mario Star Road mache? Das ist wohl so ein Hack für Super Mario 64. Hätte ich irgendwie voll Bock drauf. Und vermutlich würde ich dabei auch öfter sterben, als ich Hey Macarena sagen kann. Hey Macarena, hi! So. Was mal er da hinter einem Stein? Ich hoffe nicht, das, was ich gerade, also was ihr alle denkt. Ein Kreuzworträtsel lösen. Ah. You have to pay the toll. That's nice. There you go. $1,000. Thanks. Can I get past now? Hey, I'm not finished yet. We're looking for a Screamo. Was ist das denn? Kenn ich nicht. And I think, by the description given to me, that you are a squirrel. Nee. I am not a squirrel. Yes, you are. You fit the description perfectly. Oh, really? And could you describe this description to me? Well, short, red fur, a big bushy tail, and a twitchy nose. You're a squirrel, all right. And you're coming with me. Look, I tell you I'm not a squirrel. Get your hands off me. Well, what are you then? I'm an elephant. Squirrels aren't short and furry. They're big and gray. What? Yeah, that's the twitchy noses. They don't have them? No, they're long and snouty. They also have flappy ears. Are you sure? Of course I'm sure. See ya! There's nothing quite like a good sh**. Wie recht er doch hat. Now then. It's alright, it's alright. That's not a squirrel. He's an elephant. An elephant. You stupid twat. Oh yeah, let's see. Ja, also unser Conker scheint echt ein Geldmagnet zu sein. Bei ihm fühlt sich das Geld wirklich sehr wohl. Ja, da haben wir es auch geschafft und haben nicht mal Geld dabei verloren. Ist das nicht toll? Ja, die beiden Wieselwächter sind nicht besonders helle, zumindest der eine der beiden. Oh, wo sind wir jetzt gelandet? Dinosaurier? Prähistorische Bauten? Lava? Höhlenkomplexe? Sind wir jetzt in Ura, also in der Vorzeit gelandet? Ja, das Spiel springt auch ein wenig mit den Zeiten hin und her, aber ist ja gar kein Problem. So, wir müssen jetzt hier an den Dinosauriern natürlich vorbeikommen. Die sind ein bisschen aggressiv gestimmt. Die würden uns in den Arsch beißen, wenn wir zu nah an sie herankommen. Und das ist nicht besonders attraktiv für mich. Wo komme ich denn hier hin eigentlich? Da ist ja auch was. Kann ich da hochklettern oder ist das nur eine optische Täuschung? Da ist wahrscheinlich, fehlt da noch was. Okay, da kann ich nicht hochklettern, dann lassen wir das am besten mal. Dann wollen wir mal dieses tolle Gebäude erklimmen. Gucken, was uns da oben erwarten mag. Oh Gott. Ja, ja. Für Geld begebe ich mich auch in Dinosaurier. Oh, warte. Lass mich in Ruhe. Aua. Das haben wir ja gerade noch geschafft. Ja, hier bin ich doch schon. Ja, wo denn? Da, hallo. Komm in meine Arme. Ja, ich war hier und da Geschäfte am tätigen, weißt du doch. Frauen und Kinder müssen auch beschäftigt werden. Ja, ist alles klar. Das kennen wir schon, die ganzen Sprüche. So, ja, das ist aber, sieht aus wie so ein Höhlenmensch. Eine Statue eines riesigen Höhlenmenschen. Wir machen jetzt mal Kaboom. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal Kaboom. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal Kaboom. Da war doch eben das Symbol. Oh, das screw me up, oder Bart? Warum geht er jetzt nicht? Jetzt geht's auf einmal. Na gut, alles klar. Und nochmal! Hau den Lukas! Und Bums aus Nikolaus. Oh, Buschtrommeln. Oh, die sind ja... Die sehen nicht so freundlich aus. Die Art und Weise, wie ihre Zähne geformt sind, deuten nicht von sonderlich großer Intelligenz. Oh mein Gott!
Aber Konka, du musst dich gleich übertreiben. Oh, 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 das gibt Kopfweh. Und Arschschmerzen. Hallo! Oh, gleich mal. Hallo, Freund! Ich komme von einer weiterentwickelten Welt. Können wir voneinander lernen? Au! Hallo? Okay, ein sehr primitives Völklein, was irgendwelchen anderen Rassen sehr, sehr voreingenommen eingestellt ist. Die wollen nicht mit mir reden. Aber ist auch egal, der Part ist nämlich jetzt zu Ende. Wir haben verdammt viel geschafft. Oder auch nicht. Aber im nächsten Part, da geht's auf jeden Fall heiß her. Was ist denn da hinten? Rock Solid, was mag das wohl sein? Wir werden es im nächsten Part feststellen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, Sayonara.